Am 2. Februar 2020 hat erstmals der Besitzerwechselflohmarkt stattgefunden. Neben Kinderspielzeug, Sportequipment, Schallplatten und vielen anderen konnte man auch leckeres Essen und Trinken genießen und sogar mit etwas Glück ein Fahrrad gewinnen. Der Flohmarkt vertritt das klassische Konzept eines Flohmarkts, bietet aber einige Unterschiede. Wir haben mit Katharina Lindenblatt, der Veranstalterin des Flohmarktes, welche auch schon für andere bekannte Projekte, wie zum Beispiel den Kleiderwirbel verantwortlich ist, ein Interview geführt, um einige Fragen zu dem neuen Flohmarkt zu klären. Naja, der große Unterschied zu den meisten Flohmärkten ist, es drinnen. Es ist trocken, es ist warm, wir haben eine DJin, die gerade auflegt. In der trockenen und warmen Mensa halten die Stände der Verkäufer auf den 2000 Quadratmeter Fläche für jeden etwas bereit. Also wir haben da keine feste Zielgruppe, es ist jeder willkommen, der Flohmärkte liebt. Ob jung, ob alt, das ist völlig offen. Auch an die Verkäufer wird gedacht. Möchte man auf der anderen Seite der Stände stehen, gibt es dazu natürlich auch die Möglichkeit. Man kann sich auf unserer Webseite anmelden. Da auf www.besitzerwechsel.de gibt es ein Formular, das füllt man aus. Und wenn es da noch Stände gibt, kriegt man auch direkt alle Infos geschickt. Sonst setzen wir die Leute auf die Warteliste und fragen die ab, wenn jemand absagt. Wir haben uns auch nach Tipps erkundet, wie man leicht ein bewusst nachhaltigeres Leben beginnen kann. Naja, das Erste und Wichtigste wäre ja, sich zu fragen, was brauche ich wirklich? Muss ich das jetzt wirklich kaufen? Und dann macht es natürlich total Sinn, Dinge auf dem Flohmarkt zu kaufen. Zum Beispiel die Kuchenform oder auch irgendwie Klamotten. Man kann ja immer auch vieles gebraucht kaufen, was echt noch in einem guten Zustand ist. Der Besitzerwechsel-Flohmarkt wird zunächst wieder am 25. Oktober diesen Jahres in der Mensa am Ring stattfinden und als Ergänzung zum Münsteraner Flohmarktleben die Winter der nächsten Jahre aufheitern.